So, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es wieder zwei Trainingssachen, und zwar zum einen 30 Minuten Workout und danach kommt das schöne Yoga für Einsteiger. Also alle, die bisher noch nicht wirklich so viel mit Yoga am Hut hatten, aber es gerne mal ausprobieren möchten, die sind heute genau richtig. Aber auch die, die schon oft Yoga machen, die fühlen sich sicher wohl. Die ersten 30 Minuten, da habe ich mir überlegt, machen wir immer 10 Übungen. Und diese 10 Übungen wiederholen wir dreimal. Und jede Runde steigern wir uns ein kleines bisschen. Ja? Jetzt ist der Tim weg. Ich bräuchte die Uhr. Naja, ich hoffe, dass er wiederkommt. Und dann schätze ich jetzt also mal unsere erste Minute. Wir starten also, ich brauche die Uhr. Das ist der Vorteil, wenn man live ist. Dann kommen die Assistenten sofort. Nein, ich erzähle nichts mehr. Wir legen los. Wir starten auch relativ einfach. Knee Lifts. Ich dachte mir, so ein kleines Warm-up zum Beginn. Ganz normal Knie auf Hüfthöhe und ganz locker die Arme mitnehmen. Schau, dass du deine Knie immer so gut es geht auf Hüfthöhe bringst. Oberkörper aufrecht und der Bauchnabel näher ran zur Wirbelsäule. Jawohl. Hälfte haben wir schon. Die erste Runde ist noch die schönste. Also genieß es noch etwas. Super. Schön, wenn die Uhr so funktioniert. Nein, nicht nochmal stoppen. Komm, die letzten 10 Sekunden. Also noch 4, 3, 2 und dann bleib hüftbreit stehen. Nächste Übung sind Squats. Das heißt, wir gehen tief und hoch. Squats sind die perfekte Übung für trainierte Beine und einen knackigeren Hintern. Also machen wir, vor allem wir Mädels, Squats extrem gern. Schau, dass du mit dem Oberkörper ganz aufrecht bleibst und den Po nach hinten schiebst. Yep. Und dann kommen die Arme dazu. Tief und hoch. Tief und hoch. Und wer mag, hebt die Fersen. Tief und lang. Tief und lang. Yep. Noch 20 Sekunden. Hey, das ging jetzt schnell. Jetzt wird es auch immer ein bisschen wärmer. Ihr habt noch 10 Sekunden und dann gehen wir als nächstes nach unten auf die Matte. Ein letzter Squat. Stop. Komm nach unten auf die Matte. Fingerspitzen nach außen. Füße aufgestellt. Nimm dein Popo hoch und streck das rechte Bein. Wieder tief und das linke Bein. Wie so ein Insektenstich. Einmal nach vorne pieksen und wieder tief. Lass deine Arme ganz gestreckt und versuch dein Po auf eine Höhe mit deinen Knien zu bekommen. Auch hier nur noch 20 Sekunden. Schön trainierte Arme. Gerade jetzt, wenn es wieder so warm wird im Sommer und die T-Shirts kommen. Perfekt. Noch einer mehr. Und löse. Dreh dich einmal rum. Unterarmstütz. Ellenbogen unter die Schulter. Knie abgestützt und beim Unterarmstütz schau immer zu deinen Händen, sodass dein Nacken ganz lang ist. Drück dich raus aus den Schultern und wenn du kannst, komm auf deine Füße. Atme. Versuch beim Unterarmstütz alles anzuspannen. Bauchnabel zieht nach innen, Pobacken fest, Oberschenkel unter Spannung. Uhrzeit, ein bisschen mehr wie 20 Minuten. Und wann immer es dir zu viel wird, geh wieder auf die Knie zurück. Jawohl, spickel schon mal die nächste Übung. 10 Sekunden noch und dann geht es wieder nach oben in den Stand.
4, 3, 2, und lösen. Komm nach oben. Nimm dein rechtes Bein nach vorne, linkes Bein ist hinten. Hände in die Taille und dann geht's tief und hoch in die Ausfallschritte. Hinteres Knie, probier mal mit dem hinteren Knie immer leicht am Boden anzutippen, sodass die Lunges auch wirklich tief sind. Schultern sind hinten und dein Bauchnabel ziehst du zu dir ran, sodass hier dein Korsett unter Spannung ist. So, wir haben schon über die Hälfte Zeit, die Arme dazu zu nehmen. Tief und hoch. Tief und hoch. Wir sind immer noch in der ersten Runde von unseren drei. Also ganz gemütlich. Wenn es jetzt zu anstrengend wird, geh nicht ganz so tief oder lass die Arme weg. 4, 3, 2, letzter. Nimm die Beine wieder zueinander. Eine Runde Cardio. Jumping Jacks heißt hier, Hampelmänner. Wenn du Springen nicht magst, dann lass das Springen weg und tipp rechts und links mit den Beinen. Springen ist immer freiwillig. Yep. Und wenn die Schultern weh machen, nimm die Hände nur bis auf Schulterhöhe. Auch hier kann man springen, wenn man mag. Yep. Oder volle Range. Immer etwas in die Knie. Die letzten 10 Sekunden. Das ging jetzt zackig. 4, 3, 2 und stopp. Seitenwechsel für die Ausfallschritte. Habt ihr euch fast gedacht, gell? Rechtes Bein vorne, linkes Bein zurück. Schultern zurück und dann tief und hoch. Und jetzt merkt ihr vielleicht schon, wie schön es beim Tabata ist, wenn man immer diese 15 Sekunden Pause hat. Das haben wir heute nicht. Aber wir gönnen uns eine ganz kleine Verschnaufspause nach den ersten 10 Übungen. Aber eine kleine. Hälfte von den Ausfallschritten ist rum. Wer mag mit Arme? Und bei den Ausfallschritten schauen wir auf die hintere Fußstellung. Ferse immer Richtung Decke. Dann stehst du gut und stabil. Schultern über der Hüfte. Yep. Oh, letzter. Stopp. Wir gehen nach unten auf die Matte. Glühwürmchen. Meine Lieblingsübung. Schau mal an. Füße aufgestellt. Geht zurück. Und dann nach vorne. Rechtes Knie an der Ellenbogen. Geht zurück. Linkes Knie an den Ellenbogen. Entweder auf den Knien. Glühwürmchen. Ja, so heißen die. Süß, gell? Hört sich süß an, fühlt sich aber nicht ganz so süß an nach einer Minute. Versuch wirklich von außen deine Oberarme anzutippen. Und wann immer es dir zu fies wird, Knie absenken und etwas leichtere Variante nehmen. Atme. Die letzten 2. Und stopp. Komm langsam wieder nach oben. Erste Stufe von der nächsten Übung ist auch hier etwas leichter. Es gibt Hopp und Hopp. Hopp und Hopp. Kleine Hopser und immer so ein bisschen Federn. So ein bisschen wie Skigymnastik. Yeah. Ich habe übrigens mir im Hintergrund ein bisschen Musik angemacht. Also wenn du magst und meine Musik nicht hörst, dann mach dir doch auch etwas Musik an. Dann macht das Training noch mehr Spaß. Aber die Musik erst in der Pause anschalten. Nicht jetzt. Wir haben noch 30 Sekunden. Ah nee, nur noch 20. Und dann gibt es schon die letzte Übung. Okay, 2 noch
Und stopp, eine Übung noch kurz. Und dann habe ich alle 10 rum. Side Lunges. Einmal zur Seite. Ja, die dürfen ja auch erst eine Pause machen nach 10 Übungen. Dann mache ich auch erst eine Pause nach 10 Übungen. Ich wäre übrigens dafür, du kommst hierher. Ihr daheim hört sicher nicht, wer da im Hintergrund redet. Aber ihr könnt gerne eure Kommentare hinterlassen, wenn ihr mal sehen möchtet, wer da im Hintergrund redet. Aber wer mag. Yep. Versuch mit den Fingerspitzen an den Boden zu tippen. Jetzt habe ich ganz vergessen, die Technik zu erklären. Lass dich nach außen fallen, inneres Bein gestreckt, äußeres Bein angewinkelt. Die letzten 4, 3, 2, einer mehr und stopp. Trink ganz kurz was, Mikrocheck. Oh, jetzt muss ich da hier neu rechnen mit meiner Uhr. Noch 5 Sekunden, dann geht's los. Wieder erste Übung. Knie nach oben. Rechts und links. Ich hoffe, ihr habt kurz was getrunken. Hier. Ihr könnt genauso weitermachen wie bisher. Oder wie versprochen, ihr steigert euch in die Stufe 2. Das heißt, ihr zieht die Arme von unten und dann könnt ihr springen. Zieh die Knie nach wie vor immer auf Hüfthöhe ran. Zieh. Immer noch am Knacken. Oder eben nur ziehen und hochheben. Mach wie du magst, mach wie viel Energie du hast. Oder je nachdem, wie viel Eis du heute hattest. Dann die Knie ein bisschen höher und ein bisschen mehr hüpfen. Die letzten 2 und stopp. Zweite Runde Squats. Ungefähr Hüftbreiter Stand. Tief und noch. Yep. Zweite Runde heißt auch etwas intensiver. Bleib tief und halte. Stopp. Arme vor. Wir halten. Kleine Bewegung unten im fliegenden Squat. Für 40 Sekunden noch. Puh. Wann immer es dir zu fies wird, geh ein Stück höher, mach den Winkel größer. Wer kann, hält den Popo ungefähr auf Kniehöhe. Allerdings nicht zu tief, weil dann wird es wieder zu einfach. Jetzt nur noch 20 Sekunden. Ganz kleine. Stufe 2 ist schon etwas fieser. Jetzt freuen wir uns auf das Insekt. 4, 3, 2, bleib gerade so tief und geh auf die Matte. Insektenstich. Füße aufgestellt, Fingerspitzen nach außen. Drück dich raus aus dem Oberkörper und dann leg los. Vor und ab. Vor, ab. Ist es jetzt besser? Okay. Schieb die Hüfte weit hoch. Versuch deine Beine nebeneinander zu halten, wenn du das eine Bein streckst. Oberschenkel in einer Linie. Hälfte haben wir. Wird euch warm? Ich hoffe sehr. Mir wird warm. Zehn Sekunden.
Die letzten 4, 3, 2, einer mehr. Stopp. Dreh dich 180 Grad ins Brett. Entweder auf die Knie oder wer mag, auf die Füße. Rausdrücken, Bauch und Po fest. Wenn du auf den Füßen bist und noch mehr Energie hast, laufe. Raus, raus, rein, rein. Und wenn es dir zu viel wird, Knie absenken und durchhalten. So wie du kannst, so wie du magst. Schau zu deinen Händen. Lass den Kopf nicht hängen. Langer Nacken. Atme. Die letzten 5 Sekunden. Und stopp. Komm nach oben. Lunges. Wir starten damit, das rechte Bein nach vorne zu nehmen. Und dann geht es tief und hoch. Tief und hoch. Auch hier sind wir in der Runde 2. Könnt ihr erraten, was es hier gibt? Es gibt auch hier kleine, aber nur 3 Stück. Bleibt tief für 3. 3, 2, 1, kurz lösen. 3, 2, 1, lösen. Wir erhöhen 7 Stück. 7, 6, 5. Bleib tief, tipp mit dem Knie an den Boden, probier's. Kurz hoch und wieder tief. 7 Stück, 6, 5, 4, 3. Einmal reicht noch, 7 Stück. Jetzt wird's warm. 3, 2, komm hoch, schieb dich mit den Beinen zusammen. 2. Runde Jumping Jacks. Ohne Arme oder Arme auf Schulterhöhe oder Arme zur Decke. Ja. Leichte, federnde Bewegung. Dann machen wir gleich noch etwas für die Faszien. Je geräuschloser du federst, umso besser. Oder natürlich tippen. Von links, von rechts. 20 Sekunden noch. Die letzten 4, 3, 2, stopp. Ausfallschritte, andere Seite. Linkes Bein, rechtes Bein zurück. Tief und hoch. Durchatmen. Entweder genauso weiter oder 3. Wippe, kurz hoch und stopp. Wippe, kurz hoch. Versuch anzutippen. Schau es dir von der Seite an, mit jedem Tippen. 7 Stück. 7, 6, 5, 4, 3, 2, kurz hoch und wieder tief. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Eine Runde schaffen wir noch. Dann kommt meine Lieblingsübung. 3, 2, stopp. Glühwürmchen, Zeit. Auf die Matte. Schieb dich einmal zurück. Schieben, erstmal langsam. Rechtes Bein von außen. Schieben. Linkes Bein im Rhythmus. Schieben und rechts. Oder auf den Füßen. Schieben vor. Spreiz deine Hände. Das gibt dir einen besseren Halt auf dem Boden. Weit vor. Und jedes Mal, wenn du vorkommst, dann spürst du, wie dein ganzer Bauch arbeitet. Vor allem die Seiten, aber auch der gerade Bereich. Die letzten 22 Sekunden. Und nimm die Alternative wahr. Hol hier etwas Kraft. Und wenn du dann wieder Energie hast, geh zurück auf die Füße.
Zwei noch. Und stopp. Komm nach oben. Langsam aufstehen, Kreislauf stabilisieren. Und dann gibt es die Hops. Einmal zur Seite. Hopp, hopp, hopp. Entweder bleibst du genau so oder du nimmst die Arme und vergrößerst deine Hops. Verlänger den Augenblick, wo du in der Luft bist. Von Sprung zu Sprung. Schwebe etwas länger durch die Luft. Und auch hier, wer nicht springen mag, überhaupt kein Problem. Geh in die Low-Level-Variante. Oder die kleinen Hops. Oder die großen. Gibt so ein bisschen Wind. Ich bin noch da. Wir sind noch da. Oh, zwei mehr. Stopp. Übungswechsel. Rechts und links Lunges. Tief, Mitte. Tief, Mitte. Wenn dir meine Übungen zu schnell sind, dann mach die langsamer. Du musst nicht in meinem Tempo mitgehen. Fingerspitzen Richtung Boden, entweder nur hier an die Innenseite oder komplett nach unten. 15 Sekunden, dann gibt es kurzes Päusle. Und dann starten wir die letzte Runde. Zwei mehr. Stopp. Kurz was trinken, wer mag. Ihr hattet vorher eine längere Pause, deswegen wird die jetzt kürzer. Dritte Runde. Entweder machst du genauso weiter wie bisher oder du legst noch eine Schippe drauf. Erste Übung war die Knee Lift oder die Jump Knees. Oder wer mag, eine Runde Sprint. Zieh die Knie richtig weit nach oben. Ganz kleine, schnelle Bewegungen. Wenn du merkst, dass du tief wirst, dann geh lieber hierher zurück. Mir geht es lieber um die hohen Knie, wie um das hohe Tempo. Also such dir deine Variante aus. Oder sprint. Die letzte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Squats. Hüftbreit, tief hoch. Arme. Und dann auf die Ballen. Hoch nach oben. Schieb dich. Spann den Popo an, wenn du hochgehst. Und nimm die volle Länge an. Bleib entweder genau hier dabei oder jump. Ja. Puh. 15 Sekunden. Und wann immer es zu viel wird, entweder nur Squats oder die Arme dazu oder Jumps. 4, 3, 2, letzter. Stopp. Insekt. Fingerspitzen raus. Füße flach auf den Boden. Und jetzt schieb dich jetzt schon mal aufrecht. Gute Startposition. Und dann starte, wenn du soweit bist. Wähl dein eigenes Trainingstempo. Wähl dein eigenes Trainingslevel. Auch okay, wenn die Beine nicht mehr so hoch kommen. Dritte Runde ist echt fies. Jetzt wird man etwas müder. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo die Kalorien purzeln. Also es lohnt sich. Komm, 10 Sekunden noch. Spann nochmal alles an.
Zweimal mehr. Letzter Stopp. Unterarm Schütz. Ellenbogen unterhalb von den Schultern. Grundspannung aufgebaut. Und wer mag, Füße nach oben. Nimm jetzt deine Füße etwas weiter, sodass sie weiter sind als deine Schultern. Und wenn du kannst, halt die Hüfte gerade, salutiere mit deiner linken Hand, Fingerspitzen an die Schläfen, halte, löse. Rechte Hand, Fingerspitzen an die Schläfen. Lass deine Hüfte ganz gerade, nicht kippen. Wechsel, links, atmen, halte, lösen. Einmal noch mit rechts. Und jetzt heißt durchhalten, durchhalten. 4, 3, löse. Komm nach oben. Lass deinen Kopf immer überhalb vom Herz, dann sagt dir der Kreislauf nicht zusammen. Rechtes Bein vor. Tief und hoch. Lunges. Entweder ganz normal oder hoch und nie. Hoch und nie. Hoch oder Kick. Tief, Kick. Tief, boom. Stufe 1, wer mag. Stufe 2, Knee Lift. Stufe 3, Kicks. 4 Stück noch. 2 mehr. Ein letzter. Stopp. Nimm die Füße zusammen. Jumping Jacks. Öffnen, schließen. Kleine oder mit bisschen Arme oder mit bisschen mehr Arme. Wir haben nach dem Jumping Jacks nur noch 4 Übungen. Oh, jetzt hört ihr mich schlecht. Mach einfach schön weiter. Immer hoch und runter springen. Hm. 15 Sekunden noch. Immer schön springen. Die letzten 10. Mal schauen, ob es hält. 4, 3, 2, Stopp. Linkes Bein vor. Rechts Bein zurück. Hände in die Hüfte. Tief und hoch. Und es ist völlig okay, wenn ihr jetzt eure Beine spürt. Dann habt ihr es genau richtig gemacht. Tief oder wer mag, tief, nie. Tief, nie. Oder Kick. Tief, Kick. Tief. Nimm die Atmung mit, das hilft. Ein, aus. Ein, aus. 4, 3, 2, letzter. Stopp. Glühwürmchen. Komm in den Stütz. Und jetzt wird gefedert. Hände sind breit. Füße aufgestellt. Feder zweimal. Schieben, schieben, puff. Etwas zügiger. Mein Mikro ist mal kurzzeitig abgefallen. Ich hoffe, ich habe es richtig dran. Okay, gut. Ah ja. Yep. Gut von außen. Und wenn du es nicht ganz schaffst und es nur bis zur Mitte kommt, dann arbeite weiter dran. Ein guter Anfang. Komm, die letzten. 4, 3,
zwei, ein allerletzter und dann komm nach oben. Wir starten wieder mit den kleinen Hops. Rechts und links, klein, klein, klein. Yep. Endspurt, letzte Runde, Hände zusammen und dann gibt es den Wedelhopp. Von einer Seite zur anderen. Ganz kleine Sprünge. Und auch hier, wenn dir das zu viel wird, dann mach einfach einzelne Schritte. Sieht auch cool aus. Also entscheid dich, wie du es machen magst. Und dann gibt es nur noch eine letzte Übung. Und dann haben wir es. 8, 7, 6, 5, 4, 3, stopp. Seitlicher Ausfallschritt. Rechtes Bein. Arme. Stufe 3. Jump. Oh, bin ich jetzt noch im Bild? Sehr gut. Ich hoffe, das passt da rein bei euch im Wohnzimmer. Wer weiß? Auf den Esstisch. In die Küche. Das wird spannend. Also wir freuen uns natürlich, wieder eure Bilder zu bekommen. Es ist immer schön zu sehen, wie ihr zu Hause trainiert. Oder du bleibst hier. Die letzten. 4, 3, 2. Der allerletzte. Und stopp. Puh. Ich hoffe, ihr spürt jetzt euer Herz ordentlich klopfen. Ich spür's. Dann habe ich jetzt genau das Richtige für euch. Ich trinke kurz was, ziehe meine Schuhe ab und dann treffen wir uns in ein paar Sekunden auf der Matte. Du kannst weiterlaufen. So einen krassen Wechsel hatte ich jetzt auch noch nie. So. Aber jetzt müsstest du die Musik bitte... Ja. Ja. So einen schnellen Beat kann ich jetzt fürs Yoga nicht vertragen. Ja, die Uhr kann man auch ausstellen. Wir lassen uns jetzt nicht mehr stressen. Wir sind angekommen. Jetzt wird es eigentlich nur noch schön. Also die ersten 30 Minuten waren auch schön, aber jetzt wird es noch schöner, ein bisschen entspannter vor allem. Ich möchte euch in den 30 Minuten die Grundlagen vom Yoga etwas näher bringen. Um was geht es im Yoga? Auf was muss man achten, sodass du mit jede Menge Spaß zum Yoga findest. Man braucht kein Bewegungskünstler sein zum Yoga. Ganz und gar nicht. Also wenn du immer das Gefühl hast, ich bin viel zu unbeweglich, dann bist du genau richtig hier. Puh, man hört es noch ein bisschen in meiner Stimme, gell? Aber jetzt wird es gleich ruhiger. Setz dich bequem in den Schneidersitz. Wenn du merkst, dass der Schneidersitz für dich schon eine Herausforderung ist, dann kannst du entweder deine Matte etwas umrollen und dich so auf den gerollten Mattenabsatz setzen. Oder du nimmst dir ein Kissen oder eine dicke Decke und rollst die Decke, damit du bequemer sitzt. Leg deine Handrücken auf deine Knie auf und versuch dich ganz lang aufzurichten, Schultern tief. Wenn sich's gut anfühlt, dann schließ gern für einen Augenblick deine Augen. Und gönn dir jetzt ein paar Atemzüge, um erst einmal anzukommen, um runterzufahren. Atme durch die Nase ein und atme auch wieder durch die Nase aus.
Mach mal eine Bestandsaufnahme von deinem Körper. Wie fühlt er sich heute an? Gibt es Stellen, wo es heute besonders zwickt, verspannt sind? Dann schick deine Atmung jetzt genau zu diesen Stellen. Leg deine Handinnenseiten auf deine Knie auf und beginne damit, deine Schultern von vorne nach hinten zu kreisen. Wenn du möchtest, lass deine Augen ruhig noch einen Augenblick geschlossen. Yoga gibt dir immer die Zeit, dich mal nur auf deinen Körper zu konzentrieren. Einfach mal zu spüren, wie es sich anfühlt. Vielleicht spürst du, wie es knubbelt und kracht mit jeder kreisenden Bewegung. Dann zieh die Schultern richtig weit nach hinten, unten. Langer Kopf. Und dann öffne deine Arme, öffne jetzt deine Augen, zieh die Daumen zurück, schieb den Brustkorb nach vorne, heb deinen Kopf. Und mit der Ausatmung, oberer Rücken wird rund, Fingerspitzen führen zueinander. Atme ein, öffne, präsentiere dich, atme aus, zieh den Bauchnabel nach innen, schau zum Bauch, mach dich ganz rund. Einatmen, leidenschaftlich, ausatmen, rund, einatmen und aus. Bleib mit den Armen ganz lang und geöffnet. Nimm sie zur Decke, hol nochmal tief Luft. Dann gibt es einen Twist zu deiner linken Seite. Nimm die Arme tief. Leg deine rechte Hand von außen an deinen Oberschenkel. Das hilft dir, dass du deine Wirbelsäule länger aufrichten kannst und deinen Brustkorb zur linken Seite eindrehen kannst. Mit der nächsten Einatmung nimm die Arme wieder zur Decke, hol tief Luft. Mit der Ausatmung twist zur rechten Seite, leg deine linke Hand von außen an deinen Oberschenkel. Komm nochmal zur Decke, atme ein, atme aus. Nochmal wechseln. Dann zieh deine Arme ganz lang zur Decke. Fass deine rechte Hand und zieh dich jetzt über die Seite lang. Öffne deine ganze rechte Flanke. Komm zur Mitte, fass dein linkes Handgelenk und zieh dich zur anderen Seite ganz lang. Nochmal nach oben, atme ein. Nimm deine Arme nach vorne. Und jetzt versuch mit deinen Händen, so gut es geht, nach vorne zu krabbeln. Nimm deinen Bauch etwas näher Richtung Füße. Sei nicht enttäuscht, wenn es bei dir am Anfang vielleicht etwas anders aussieht. Es kann gut sein, dass du im Schneidersitz nicht weiter nach vorne kommst wie in der Senkrechten. Dann ist es ein Anfang, an dem wir gut arbeiten können. Mach einfach das Yoga so, wie es für dich geht. Krabbel mit deinen Händen zurück, richte dich auf und komm von hier in den Vierfüßlerstand. Setz deine Hände unter deine Schultern, deine Knie unter deinen Hüften. Und dann lass mal deinen Rücken leicht ins Hohlkreuz. Atme ein, heb deinen Kopf ganz leicht an. Atme aus, runder Rücken, schau zum Bauchnabel. Einatmen, Kuh. Und ausatmen, Katze. Ein. Und aus. Letztes Mal. Bleibe dann ganz neutral in der Wirbelsäule stehen. Und jetzt schau mal zu deinen Fingerspitzen. Versuch deine Fingerspitzen mal richtig weit zu spreizen für einen guten Halt am Boden. Stell deine Füße hinten auf und komm von hier in den herabschauenden Hund.
Kopf locker. Herabschauender Hund, so heißt dieses Dreieck. Am Anfang immer mit gebeugten Knien und Fersen in der Luft, sodass noch kein Stress für die Oberschenkelrückseite entsteht. Dein Kopf baumelt im herabschauenden Hund, ganz locker zwischen den Oberarmen. Wenn du jetzt schon die erste halbe Stunde mit mir gemeinsam trainiert hast, dann sind deine Hände und deine Füße richtig gut rutschfest, weil sie vielleicht etwas nass geschwitzt sind. Und für den herabschauenden Hund ist es ideal. Schau dann nach vorn zu deinen Händen und lauf jetzt mit deinen Füßen nach vorn zu deinen Händen. Lass den Kopf ganz locker baumeln. Vorbeuge nennt sich diese Position. Ganz entspannt. Knie gerne gebeugt. In der Vorbeuge hast du immer eine kleine Pause. Wenn wir also später den Sonnengruß durchlaufen, dann nutzt die Vorbeuge immer, um einmal tief durchzuatmen und loszulassen. Komm von der Vorbeuge in den Tisch, streck dafür deine Beine, leg deine Fingerspitzen auf deine Schienbeine und zieh deinen Oberkörper ganz lang und gerade. Und dann versuch mal, dein Gewicht nach vorne zu verlagern, auf den vorderen Teil deiner Füße, sodass du noch länger werden kannst. Kinn ran. Und aus dem Tisch löst wieder auf in die Vorbeuge. Wir rollen nach oben in den Stand. Bauchnabel zieht nach innen, beuge die Knie, roll Wirbel für Wirbel nach oben auf. Öffne erst zum Schluss deinen Kopf. Nimm die Arme über die Seite. Gestreckter Berg, schließ deine Handflächen und bring mit der Ausatmung die geschlossenen Handflächen zu deinem Herzen. Atme ein, gestreckter Berg. Ausatmen, Vorbeuge. Alles locker. Einatmen, Tisch und Vorbeuge. Jetzt geht's weiter. Wir bauen mal so einen klassischen Sonnengruß gemeinsam auf. Nimm dein rechtes Bein ganz weit zurück. Ausfallschritt. Den kennen die meisten von euch. Im Ausfallschritt ist die Wirbelsäule lang. Wir schauen zum Horizont. Dein Gesäß versucht auf eine Linie mit dem vorderen Knie zu kommen. Aus dem Ausfallschritt stoßt du dich zurück in den herabschauenden Hund. Kopf locker, den kennen wir jetzt schon. Knie sind gerne immer noch gebeugt. Und dann geht es wieder rückwärts. Blick zu den Händen. Und jetzt schau, es gibt einen Trick. Versuch deine Schultern hinten zu lassen. Beug die Knie richtig gut, damit du abspringen kannst. Und dann spring ab und nimm das rechte Bein zwischen deine Daumen. Wenn du jetzt hier irgendwo unterwegs landest, dann pack einfach mit der rechten Hand dein Fußgelenk und hilf ein bisschen nach. Nimm beide Beine vor. Einatmen, gestreckter Berg. Und direkt wieder ausatmen in die Vorbeuge. Einatmen, Tisch und Vorbeuge. Jetzt ist das linke Bein dran. Beug die Knie ein bisschen, Hände neben die Zehen und dann nimmst du das linke Bein für einen ganz großen Schritt zurück. Wichtig jetzt, die Hände, die bleiben genau an dieser Stelle und deine Füße bleiben auch genau da, wo jetzt dein linker Fuß steht. Denn dann hast du den richtigen Abstand, um dich in den herabschauenden Hund zu bringen. Kopf locker. Und wieder retour. Knie beugen, Schultern bleiben hinten, Blick nach vorne, noch ein bisschen mehr beugen und dann mit dem linken Fuß abspringen. Hilf nach, wenn du es brauchst, setz deinen Fuß zwischen deine Hände. Beide Füße vor, einatmen, gestreckter Berg, Hände zum Herzen, ausatmen, einatmen. Komm tief in die Vorbeuge, etwas flüssiger, Tisch, Vorbeuge. Rechtes Bein zurück, linkes Bein zurück. Bis hierher haben wir alles gekannt. Jetzt kommt was Neues. Wir rollen nach vorne ins Brett. Heb die Fersen, Schambein ran, Kinn ran und dann Wirbel für Wirbel nach vorne ins Brett. Ganz zum Schluss bist du lang. Wenn du jetzt hier im Brett bist, dann ist dein ganzes Gewicht eher vorne auf den Händen. Dann fällt es dir später leichter weiterzuarbeiten. Drück dich raus aus den Schultern. Und dann senke deine Knie. Mach die Füße lang.
Langsam legst du deinen Brustkorb zwischen deinen Armen ab. Nicht ganz bis zum Boden. Dann die Hüfte ablegen, roll die Schulterblätter zurück. Kinn ran, langer Nacken in der Kobra. Schieb dich über den Vierfüßler in den herabschauenden Hund. Und dann wie vorhin, Knie beugen, Blick vor, rechtes Bein zwischen die Hände, beide Beine. Einatmen, gestreckter Berg. Und wieder ausatmen in die Vorbeuge. Tisch, Vorbeuge. Linkes Bein zurück, beide Beine zurück. Schieb dich in den herabschauenden Hund und jetzt rollen wir wieder. Zuerst die Fersen ganz weit hoch, Schambein ran, Kinn ran, Wirbel für Wirbel, Brett. Knie absenken, einatmen, Cobra, ausatmen, schieb zurück. Beug die Knie, linkes Bein zwischen deine Hände, beide Beine vor, Kopf und Schultern locker. Atme ein, gestreckter Berg. Hände zum Herzen, Samasthiti. Das ist jetzt so ein klassischer Sonnengrußablauf. Den machen wir noch einmal komplett fließend. Versuch jedem Bewegungsablauf einen Atemzug zu geben. Einatmen, gestreckter Berg. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, Tisch. Vorbeuge. Rechts zurück, einatmen, beide zurück, ausatmen. Atme ein, vor ins Brett, wer mag, bleibt auf den Füßen. Ausatmen, sinke tief, atme ein, Cobra. Ausatmen, schieb zurück in den herabschauenden Hund. Beug die Knie, rechtes Bein zwischen die Daumen, beide Beine. Einatmen lang, ausatmen tief. Tisch und Vorbeuge. Links zurück, rechts zurück. Vor ins Brett, sinke tief. Einatmen, Cobra. Ausatmen, schieb. Linkes Bein zwischen deine Daumen. Beide Beine. Einatmen, gestreckter Berg. Hände zum Herzen, Samasthiti. Wenn du jetzt wie ich noch deine Socken anhast, ist es sinnvoller, wenn du sie jetzt ausziehst, für den Krieger. Einatmen, gestreckter Berg. Vorbeuge. Tisch. Und Vorbeuge. Nimm jetzt dein rechtes Bein richtig weit zurück. Und dann schau, dass dein linker Fuß unterhalb von deinem Knie steht. Zieh die Wirbelsäule ganz, ganz lang. Kipp deinen rechten Fuß und nimm den Oberkörper über deine Hüfte. Öffne die Arme nach außen. Kriegerposition. Schultern sind tief. In der Kriegerposition sind die Schultern immer über der Hüfte. In der Krieger 2 zumindest. Schultern sind tief. Und jetzt von der Seite betrachtet, stehst du vielleicht ganz leicht im Hohlkreuz. Versuch dein Schambein ranzuziehen, sodass du hier Länge bekommst. Linkes Knie drückst du noch ein kleines Stück weiter nach hinten, Richtung kleine Zehen. Super. Nimm deine Handinnenseite zur Decke. Mit der Einatmung streckst du dein linkes Bein. Mit der Ausatmung beuge dein linkes Knie. Nochmal einatmen lang. Ausatmen, beugen. Aus dem Krieger 2 in den gestreckten Krieger. Noch eine neue Pose. Schau zu deiner linken Hand und jetzt mach dich mal ganz, ganz lang nach vorne. Halt diese Länge, leg deinen linken Unterarm ab und zieh deinen rechten Arm ans Ohr. Gestreckter Krieger heißt, unsere rechte Hand, Schulter, Po und Ferse sollte eine lange Linie sein. Versuch deine Schulter gut zurückzuziehen, sodass du am Oberarm vorbei zur Decke schauen kannst. Komm wieder zurück in den Krieger 2, richte dich auf, kraftvoll, jetzt merken wir es schon in den Beinen. Und dann kurbeln wir uns zum linken Fuß tief, drehen die rechte Ferse zur Decke, beide Beine zurück in den herabschauenden Hund.
Einmal fließend durch unseren Sonnengruß. Komm vor ins Brett. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Rechtes Bein zwischen die Daumen. Beide Beine vor. Einatmen, gestreckter Berg. Komm tief. Tisch. Vorbeuge. Linkes Bein zurück und dann bleibe hier. Du bleibst genau wie du bist. Ich drehe mich, damit du mich besser sehen kannst. Heb den Oberkörper an, kipp deine linke Ferse und dreh dich zu mir. Schau jetzt nochmal, ob deine Füße gut stehen. Das heißt, rechtes Fußgelenk unterhalb von deinem Knie und deine Fußspitzen vom linken Fuß zeigen nach vorne. Drück das rechte Knie nochmal ein Stück zurück. Genau. Schambein. Perfekt. Handinnenseite zur Decke. Einatmen, streck dich. Ausatmen, tief. Sink ein kleines bisschen tiefer als vorhin. Sinken, sinken, sinken. Super. Schau zur rechten Hand. Lang ziehen. Rechter Unterarm ablegen. Nah ans Ohr, roll die Schulter zurück. Spür die Länge über deine ganze linke Flanke. Komm zurück in den Krieger 2. Und dann kurbel dich zu deinem rechten Fuß tief. Dreh die linke Ferse zur Decke. Schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Komm noch einmal fließen nach vorne. Sinke tief. Einatmen. Ausatmen. Und bleibe im herabschauenden Hund. Kopf locker. Halte. Atme. Laufe einmal aus. Mal die linke Ferse tief. Mal die rechte Ferse tief. Stemm dich mit den Schultern gut dagegen. Und dann nimm beide Fersen, so gut es dir jetzt möglich ist, Richtung Matte. Komm aus dieser Position in den Vierfüßler. Setz dich ab. Nimm deine Beine nach vorne. Und dann halte mit beiden Händen deine Schienbeine fest. Oberkörper ganz lang und aufrecht. Und mit der Ausatmung runder Rücken, Blick zum Bauchnabel. Einatmen lang. Und ausatmen, rund. Einatmen. Löse jetzt deine Finger etwas und rutsch ein kleines Stück weiter zurück. Mach dich rund, halte die Spannung mit deinem Bauch und dann zieh dich mit der Einatmung wieder ganz lang nach oben. Ausatmen, runder Rücken, Kinn ran, Fingerspitzen nur noch gerade so an deinen Beinen. Und noch einmal mit Kraft nach oben. Und beim nächsten Mal roll dich in Rückenlage, leg dich ganz entspannt ab, Füße aufgestellt, streck deine Arme, sodass deine Fingerspitzen gerade noch so deine Fersen berühren. Blick zur Decke, atme ein und jetzt bist du ganz leicht im natürlichen Hohlkreuz mit der Ausatmung. Presse den unteren Rücken fest in die Matte und schließe das Loch zwischen Rücken und Matte. Einatmen, leichtes Hohlkreuz. Ausatmen. Und dann merkst du, dass dein Gesäß ganz leicht zu schweben beginnt. Einatmen, natürliches Hohlkreuz. Und jetzt gehen wir ein Stück weiter. Atme aus, unterer Rücken in die Matte und wir rollen Wirbel für Wirbel nach oben in die Brücke. Schieb dein Becken ganz weit nach oben. Wenn du jetzt hier in der Brücke bist, versuch deine Hände unter deinem Rücken zu schließen und jetzt ruckel so etwas hin und her, sodass du deine Schulterblätter näher zueinander bringen kannst. Drück deine flachen Füße fest in den Boden, Arme sind gestreckt und die kleinen Finger drückst du in die Matte. Stell dir vor, du spannst einen Bogen von deinen Schultern über deine Hüfte bis in die Knie. Schieb mit jedem Einatmen
Deine Hüfte noch etwas höher, spann den Bogen noch etwas mehr. Mit jedem Ausatmen drück deine Fußsohlen fester in die Matte. Bleib hier für 2 Atemzüge noch. Halte, auch wenn du es jetzt ordentlich spürst im Gesäß und in der Oberschenkelrückseite. Schieb dein Gesäß nochmal höher, drück die Füße fester. Und dann löse deine Hände, ruckel deine Schultern gerade. Lass dir Zeit und roll Wirbel für Wirbel ganz langsam nach unten ab. Zieh dein steifes Schambein ran, sodass du ganz zum Schluss unterer Rücken und als allerletztes dein Gesäß ablegen kannst. Nimm beide Knie ran zur Brust. Mach dich klein, Schultern locker. Und dann machen wir genau dasselbe mit deinem Halswirbelbereich. Hier unten zwischen deinen Halswirbeln und deiner Matte hast du auch etwas Luft. Versuch mit der Ausatmung das Loch zwischen deiner Halswirbelsäule und der Matte zu schließen. Zieh dafür dein Kinn ganz nah ran, als würdest du ein Doppelkinn machen. Man schafft es nicht ganz, aber versuch zumindest von der Vorstellung her, deine Halswirbel Richtung Matte zu bringen. Und dann löse kurz locker. Ausatmen und erneut in die Anspannung. Spür, wie es zieht, bis runter in die Schultern, bis rauf in deinen Kopf. Halte die Spannung, Kinn ran und löse. Mach dich nochmal ganz, ganz klein. Zieh deine Stirn zu den Knien. Und roll langsam hin und her. Massiere deine ganze Wirbelsäule. Und rolle so lang hin und her, bis es so richtig flüssig geht. Ganz ohne Widerstand rollst du über deinen Rücken. Und dann, wenn du kannst, kommst du mit Schwung oder ansonsten über die Seite zum Sitzen. Mach dich ganz, ganz lang, streck deine Beine aus und dann zieh deine Sitzhöcker nochmal ein Stück zurück, dass deine Schultern über deiner Hüfte sind. Schulterblätter zurück und tief. Atme ein, atme aus, zieh die Schultern tiefer, Kopf lang. Nimm jetzt dein linkes Bein und leg dein Fußgelenk oberhalb von deinem Knie auf den Oberschenkel. Zieh die Zehenspitzen ran, zieh deinen rechten Fuß ran und dann versuche, beide Zehenspitzen zu den Knien zu ziehen und gleichzeitig den Oberkörper ganz nah an deine Wade zu bringen. Wir dehnen die Außenseite vom linken Bein. Schulterblätter ziehen zurück. Und je näher deine Ferse kommt, umso intensiver wird die Dehnung. Versuch dich in dieser Position mit deinem linken Knie ein bisschen näher ranzudrücken. Kleines Stück nach vorne schieben. Und dann löse auf. Stell deinen Fuß auf den Boden. Fass mit deiner rechten Hand dein Knie. Zieh dich ganz, ganz lang. Und gib deiner Wirbelsäule nochmal eine gute Drehung. Lang. Schließ auch gerne in solchen Positionen deine Augen. Zieh dich mit jedem Einatmen nach vorne oben und mit der Ausatmung zieh deine Sitzhöcker nach hinten unten. Und dann löse wieder auf. Einmal noch mit der anderen Seite. Streck dich lang. Linkes Fußgelenk, Knie locker, nimm deine Hände zurück und jetzt probier einfach, wie gut diese Seite ist. Zieh deine Ferse ran, zieh die Zehen ran und wenn es noch ein Stück geht, dann geh noch ein Stück näher. Probier aber immer wieder, den Oberkörper lang zu halten und deinen Brustkorb nah an deine Wade zu bringen. Und das Geheimnis in dieser Übung liegt wirklich darin, dein Knie nach vorne zu schieben. Auch wenn es nur ein Millimeter ist. Aber dieser Hebel,
der bewirkt hier im Gesäß außen die Dehnung. Probier es einfach. Löse wieder auf. Stell deine Fußsohle ab, fass mit deinem rechten Arm. Zieh dich lang, dreh dich. Drehungen unserer Wirbelsäule sind im Yoga nicht einfach nur für die Muskeln und für die Bandscheiben gut, sondern bearbeiten komplett unsere ganzen inneren Organe. Hier werden beim Eindrehen unsere Organe so richtig gut ausgewogen. Wenn wir uns anschließend gleich wieder in die gerade Position bringen, dann ordnen Sie sich wieder optimal und richtig an. Und genau das ist der Grund, warum wir uns nach einer Yogastunde so gut fühlen. Weil eben alles wieder in Balance ist. Genau so, wie es sein soll. Komm dann in den Schneidersitz oder in eine für dich bequeme Position. Normalerweise gibt es nach dem Ende einer Yogastunde immer ein 10-minütiges Entspannen, Shavasana. Wir haben tolle Videos auf unserem YouTube-Kanal, bei denen du jetzt eine schöne Meditation mit Steffi machen kannst. Wir atmen jetzt noch einmal gemeinsam ganz, ganz tief ein. Zieh deine rechte Hand nochmal weit über die Seite, wie am Anfang. Vielleicht merkst du jetzt auch, wie es viel leichter geht als zu Beginn der Stunde. Komm über die Mitte. Und zum Abschluss nochmal lang zur Decke, schau zur Decke. Atme aus und löse. Ein ganz kleiner Einblick für Einsteiger oder auch für die, die es schon öfters gemacht haben, ins Yoga. Wir haben noch viele Yoga-Einheiten in der nächsten Woche. Wir freuen uns, wenn wir euch alle wiedersehen. Ein schönes Wochenende. Super.